Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen wieder zurück zu Slender. Wieder mit Facecam und endlich mal wieder ein Slender-Video. Warum? Ich wurde gefragt von Darkfire Hunter LP, ob ich es machen kann. Und natürlich, solange man eine Anfrage bekommt, während man wenig Abonnenten hat, dann kann man das immer machen. Es macht mir auch Spaß, solche Spiele zu spielen. Ich musste das extra auf dem PC von meinem Bruder tun, aber diesmal ein anderes Slender. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an. Slender Space. Okay. Jetzt können wir mal sagen, ich habe das angezockt und ich weiß genau, was passiert. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal ein bisschen Fernsehen. Nicht weggucken. Busch. Sieht ganz schön aus und jetzt würde ich mal sagen, Entdeckung. Wird aber nichts nützen. Upsala. Licht ist aus. Dann haben wir die Taschenlampe. Ist ein bisschen anders als in anderen Slender. Und das Spiel kommt mir ein bisschen so vor wie ein bisschen Dead Space. Es hat so einen gewissen Reiz wie Dead Space. Also es erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen dran. Ich habe es ein bisschen angespielt. Ich habe einen von diesen Dingern gefunden. Es sind keine Blätter, die man hier finden muss. Es sind andere komische Dinger. Ich glaube, es sind Batterien oder sowas in der Art. Ist das hier eine Wand? Ja, deswegen ist es auch so dunkel. Manchmal sind die Dinger so in den Ecken so ganz fies versteckt. Ich weiß nicht. Man muss irgendwie solche komischen Batterien oder so finden, dass man eine Tür aufmachen kann. Bevor wir da in den dunklen Gang reingehen, würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal hier weiter. Das ist in meinen Ohren gerade ziemlich laut. Für euch stelle ich das natürlich leiser. Sonst könnt ihr mich nicht hören. Aber für meine Ohren ist das gerade richtig laut. Und da ist schon mal die erste Leiche. Hey Kumpel. Wie ist das? Ach so. Ich wollte ihn gerade fragen, wie das passiert ist. Aber er hat keinen Kopf, also kann er uns nicht antworten. Da ist Blut. Er hat hier was versteckt. Ja, yep, okay. Wie fängt man? Mit E, okay. Hatte ich ganz vergessen. Ich hatte das Spiel hatte ich ein bisschen angezockt in meinem Computer noch, als er noch funktioniert hatte. Ich höre hier immer solche Dosen. Wer schmeißt denn hier mit Dosen? Solange das nicht Slender ist, dann ist alles okay. Okay, es ist jetzt Zeit, in die Dunkelheit zu gehen. Okay. Ah, Scheiße! Verdammt! Wo kommst du her? Fuck. Oh, ich habe mich erschrocken. Entschuldigung, dass ich ins Mikro geschrien habe. Oh, Toilette ist nie gut. Wir gehen am liebsten in die Mädchentoilette. Weil die Jungtoilette stinkt. Vielleicht ist hier irgendwas... Nein. In den Spiegel gucken ist nie gut, aber man sieht eh nichts. Und die Musik gefällt mir erst gar nicht, die Leute hier dazu reingepackt haben. Also es ist gut, aber ich weiß nicht. Es ist abends, ich zocke das gerade abends. Wahrscheinlich habe ich schon alle aufgeweckt. So, mal raus aus der jungen Toilette, hier stinkt's. Das Einzige, was wir hier finden, ist ein Scheiße. Hä? Wo ist der? Habt ihr ihn gesehen? Ich weiß nicht, wo er ist. Müssen wir hier in der Ecke bleiben, nicht, dass er gleich angerannt kommt. Wir haben jetzt gerade einen Power-Note. Oh, ich habe ihn gesehen. Ich habe seine Hand gesehen. Der kann mir ruhig wegbleiben. Ja, wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Wir sind in der Toilette eingesperrt. Wie sollen wir hier rauskommen? Ich gehe mal hier so. Wie können wir uns hier verstecken? Springen kann man nicht. So, mal gucken, ob er jetzt weg ist. Er ist weg. Ja. So, was gibt's hier? Einen Raum voll mit Blut. Also nichts Interessantes, ne? Hier bin ich irgendwie nicht reingegangen. Ob es hier was gibt, weiß ich jetzt nicht.
aber die Musik dazu gefällt mir gar nicht. Hier blinkt doch irgendetwas. Hä? Okay, war nur meine Einbildung. So, da, ja. Ich hab doch gesagt, da blinkt irgendetwas. So. Okay. Ein bisschen Spannung muss ja sein. Ihr könnt ja schreien, wenn ich schreie, ne? Wozu die Kerzen sind, weiß ich noch gar nicht. Bevor wir dahin gehen, würde ich sagen, wir gehen erstmal hier hin. Toll, noch eine Toilette. Diesmal zuerst in die Toilette. Vielleicht hat er ja immer so eine Batterie geschissen oder so. Nee, doch nicht. Schade. Hätte ja sein können. Jemand isst eine Batterie und dann muss man halt auf Klo. Man verdaut die nicht richtig und dann kackt man die halt wieder aus. Das ist mir auch schon mal passiert. Vielleicht bei den Mädchen. Ja, sag ich doch. Hier, die Mädchen, die haben schon eine Batterie ausgekackt. Zwar an die Wand, aber die haben es ein bisschen wortwörtlich genommen, als man sagt, hier scheiß die Wand an. Je. Habt ihr das auch gesehen? Ich geh mal nochmal gucken. Was geht? Ob er durch die Tür durchpasst? Der stand da voll gechillt, ne? Ich war so hin und her schwingen und so. Hä, wo bist du? Ich weiß gar nicht, wo er ist. Alter, und ich dachte, das Spiel war einfacher. Ich scheiß mir jetzt schon in die Hose. Ich muss auf Klo, ich muss pinkeln. Der kann da durchgehen. Der kann durch Wände. Der hat ja Superkräfte. Alter. Können wir das auch? Hallo. Hallo. Nö, wir können nicht durch die Wände. Schade. Könnten wir nach Hogwarts gehen? Holy, stehst du jetzt nicht vor der Tür? So, Slandy. Du kannst mir ein bisschen fernbleiben. Ich guck jetzt nicht nach hinten. Bestimmt steht er hinter mir. Oder da vorne. Was ist das da? Weiß ich nicht. Ich gehe erstmal hier in den Seiten rein. Das sind, Dr. Markiplier. Das ist ein YouTuber. Don't. Okay, ich glaube hier, das ist, glaube ich, ein YouTuber-Raum. Wahrscheinlich sind das auch welche. Könnt ihr ja mal gucken. Ist das hier Scorpion von Mortal Kombat? War in Minecraft. Okay. Also wer das gemacht hat, finde ich... Ich finde das gerade ziemlich geil gemacht. Können wir hier runterspringen? Nur so zum Sterben? Also ich gucke mir die Plakate mal an. Da, Fernsehen können wir auch gucken. Dann könnt ihr vielleicht mal gucken, ob ihr die YouTuber vielleicht mal gucken wollt. Also das hier weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß hier, Markiplier ist ein YouTuber. Vielleicht habe ich ein bisschen schlecht ausgesprochen, aber... Aber er ist wirklich ein YouTuber. Hat das Spiel, glaube ich, auch gezockt. Wahrscheinlich, wenn er da ist, dann... Wenn er schon im Spiel ist, dann hätte er das bestimmt gezockt. Okay. Irgendwo hier muss jetzt noch einer sein. Hoffe ich doch. Sonst bin ich jetzt total umsonst reingegangen. Und wahrscheinlich tauchen, wenn mir hier jetzt Slender auftaucht, dann sind wir wirklich am Arsch. Wortwörtlich. Dann kleben wir an Slenders Arsch. Ach, da hinten ist ein Dings. Der ist aber auf der anderen Seite. Kommt man da ran? Da kommt man nicht. Ah, Scheiße! Ich habe mich nicht erschrocken. Okay, haben wir. Den haben wir. Jetzt schnell raus. Die Jumpscares sind hier echt geil mit reingebaut. Ihr könnt das mal auch spielen. Wahrscheinlich werden das aber die gleichen sein. Dann schreckt euch nicht mehr so sehr. Was schade ist. Würde mal gerne gucken, wie ihr euch dabei erschreckt, wenn ihr das spielen würdet. Nein, das ist unfair. Der steht vor der Tür. Wie soll ich da jetzt raus? Ist hier noch ein anderer Ausgang? Ist hier noch ein anderer Ausgang? Hallo? Da ist nirgendwo eine Tür, oder?
Bist du wieder weg? Yep, okay. Ich glaube, ich schreie zu laut. Kann das sein? So, du bist von der Tür weg, oder? Hoffen wir doch nicht, dass du jetzt hier um die Ecke stehst. Jetzt können wir weiter nach da laufen. Ich mag die Jumpscares nicht. Wo bist du? Hä? Ach, er ist weg. Okay. Mir aus. Okay. Furnace and Morg. Ich geh mal einfach in den Ofen. Nein! Ich geh doch dahin. Bin ich mir nicht sicher. Oh! PewDiePie! Natürlich! Ey, das macht voll Werbung für YouTuber. Nein, verfolg mich nicht! Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Warum kann man nicht rennen? Ich will rennen! Bist du weg? Okay. Oh, Alter! Erschreckt mich doch nicht so! Verdammter Slender! Plötzlich läuft er mir da so hinterher! Mich hier gibt's nicht, oder was? Wäre jetzt mies, wenn er so in der Ecke ist. Nee, doch nicht. Ja. Oh! Zum Glück habe ich doch geguckt. 5 von 6, Alter. Nur noch einer fehlt. Einer fehlt. Wo bist du? Ach, da hinten. Okay. Ach komm, lass mich doch einfach bitte durch. Nein, warte. Bitte noch nicht. Bitte noch nicht. Wir haben es fast. Ich habe noch nie ein Slender-Spiel gewonnen. Bitte, Slendy, lass mich den hier gewinnen. Bitte. Bitte, nur den hier. Was machst du da hinten? Du warst doch gerade noch hier. Bitte, Slender, ganz ehrlich, ich will nur ein Spiel gewinnen. Ich will nur dieses eine, bitte, 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 bitte. Da, nimm PewDiePie. Nimm PewDiePie. Dann gehe ich jetzt da rein. Wo, 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 wo? Ach du Scheiße, Mann. Da ist er auch schon. Ganz ehrlich, du kannst mir wegbleiben, Slendy. Jumpscares, Alter, mir läuft gerade kalt den Buckel runter, oder wie man das sagt. Keine Ahnung, ich habe gerade, mir wurde Schüttelfrost. Waren wir hier schon mal? Nee, in der Küche. Ach, Slendy, komm, lass mich dieses eine Spiel gewinnen, bitte. Dieses eine! Ah! Wo soll ich lang gehen? Komm, jetzt bitte lass mich weg. Lass mich bitte weg. Bitte, wo soll ich lang? Bitte, bitte, komm. Bitte, bitte, Slender. Ich glaube, ich soll wie hier. Da gibt's keinen Ausgang. Oh. Wir haben Slender-Spiel geschafft. Alter, ihr wisst ja nicht, wie mein Herz gerade klopft, Alter. Fuck, das muss ich einfach rauslassen. Ich fühle mich gerade so gut. Ich fühle mich gerade echt gut. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein Slender-Spiel gewinne. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Boah, ich fühle mich gerade so geil. Ich muss pissen, Alter. Nee, zu spät. Nein, ich muss wirklich auf Klo. Wäre ich gestorben, wahrscheinlich hätte ich mir die Hosen gemacht. Zum Glück nicht, wir haben es geschafft. Das war Slender Space. Das ist jetzt mein Lieblings-Slender-Spiel. Das ist auch richtig geil. Ich finde es besser als das andere. Also, das andere war da ein bisschen langweilig schon danach, nach einer Zeit, wenn man immer im Wald rumlaufen muss. Aber das hier war mal was anderes. Das war so fast Dead Space und Slender, wie das so lockig geht und durch die Wände geht und so. Und keine Ahnung. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, jetzt habe ich mir das von Mr. Butternuss angewöhnt. Er sagt auch immer, ich würde mal sagen. Jetzt sage ich das auch. Vielen Dank. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht bei Slender, vielleicht bei Tomb Raider, vielleicht auch bei einem Commentary oder was anderes. Wir werden es dann ja mal sehen. Also dann, High Five und bis zum nächsten Mal.